Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckere Schokobrötchen, hier in Basel auch Schokibrötli genannt. Und die sind ja super lecker, ich liebe sie sehr, schon von klein auf. Aber natürlich nicht so gesund und in der Herstellung auch ein bisschen kompliziert, denn es braucht ja einen Hefeteig dazu. Aber mein Rezept braucht keinen Hefeteig, braucht keine Aufgehzeit. Es ist super lecker, es ist ganz ohne Zucker, es ist vegan, hat sogar Dinkelvollkornmehl drin, also richtig genial und vor allem super schnell gemacht. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, für unsere Schokibrötchen brauchen wir nur wenige Zutaten und das sind folgende. Und zwar habe ich hier jetzt einmal Dinkelmehl und zwar Typ 630, das ist das ganz helle. Und das mache ich immer so, dass ich dann die Hälfte 630 verwende und die Hälfte Dinkelvollkornmehl, damit das Ganze dann auch nach Kuchen schmeckt und eben nicht nach Brot. Und das kommt jetzt zuallererst in meine Schüssel. Als nächstes brauchen wir ein bisschen Backpulver. Dann gebe ich eine Prise Salz hinzu. Dann gebe ich noch ein bisschen Tonkabohnen hinzu. Das schmeckt dann richtig lecker nach ein bisschen Mandelgeschmack. Wer das nicht zu Hause hat, der kann zum Beispiel auch Vanille verwenden oder es einfach weglassen. So, die trockenen Zutaten verrühre ich jetzt erstmal miteinander. Als nächstes brauchen wir dann Kokosmilch und zwar Kokosmilch aus der Dose, das ist ganz wichtig. Diese müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann sammelt sich die Kokoscreme oben und das Kokoswasser unten, denn wir werden den festen Teil benutzen, also die Kokoscreme, nur wenig von dem Kokoswasser. Und was auch wichtig ist, es muss eine Vollfett-Kokosmilchdose sein, damit eben diese Creme, dass der Anteil davon höher ist als das Wasser. Ganz wichtig, also nicht die Light-Version kaufen. Und die Kokoscreme, die werde ich jetzt hier abschöpfen. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen von dem Kokoswasser hinzu, ungefähr 100 ml. Erstmal ein bisschen weniger und dann schaue ich, wie die Konsistenz ist von den Brötchen. Und dann kann man ja immer noch ein bisschen mehr zugeben. So, und jetzt wird das Ganze kurz mit der Hand zusammengeknetet. Und dann gebe ich auch schon die Schokolade hinzu. Und die Kokoscreme ist ein super Butterersatz, denn es hat ungefähr jetzt die gleiche Konsistenz. Es hat ja auch ziemlich viel Fett, aber es ist halt sehr gesundes Fett. Und macht das Gebäck richtig lecker und keine Sorge, alle die, wo keinen Kokos mögen, das schmeckt man überhaupt nicht raus, also keine Sorge, da werdet ihr nichts davon schmecken. So, so ist die Konsistenz jetzt perfekt. Jetzt gebe ich die Kakaonips hinzu und diese sind super lecker, sorgen für einen richtig leckeren Kakaogeschmack und sind komplett ohne Zucker. Findet ihr mittlerweile überall im Laden, sind richtig gut. Also man könnte es jetzt zum Beispiel auch nur mit Kakaonips machen, aber da würde wahrscheinlich dann noch ein bisschen Süße im Teig fehlen. Da könntet ihr dann andere Süße zum Beispiel noch hinzufügen. Ich gebe die jetzt hinein für mehr eben Kakaogeschmack und dass es noch ein bisschen Crunch hat. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen gehackte dunkle Schokolade hinzu. Meine hat jetzt hier 95% Kakaoanteil. Und wer natürlich ein bisschen weniger Kakaoanteil haben möchte, nimmt was anderes. Aber je höher der Kakaoanteil ist, desto weniger Zucker ist enthalten. Da könnt ihr natürlich auch immer mal auf der Packung dann schauen und euch davon überzeugen, wie viel Zucker da drin ist. Es variiert natürlich auch von Schokoladenmarke zu Schokoladenmarke. Und das ist natürlich dann auch vegan, denn je dünner die Schokolade ist, desto weniger oder kein Milchanteil ist drin. Da halt immer genau lesen und schauen, ob da aber auch noch steht, kann Spuren von enthalten und so weiter. Da guckt ihr am besten wirklich immer auf der Zutatenliste. Ja, und ich habe jetzt hier die einfach grob gehackt, das finde ich super. Natürlich könntet ihr auch fertige Schokodrops verwenden, da gibt es sogar auch welche online zu kaufen, ganz ohne Zucker. So ist die Konsistenz jetzt perfekt. Es sollte nicht zu fest sein und nicht zu flüssig. Und jetzt könnt ihr schon eure Schokibrötchen formen. Und dafür habe ich jetzt hier ein Backpapier aufs Blech gelegt und mache die natürlich so groß, wie ich sie haben möchte. Das entscheidet ihr natürlich selber. Und dann legt ihr sie einfach aufs Backblech. Ich denke, der ist ein bisschen zu groß. Den machen wir ein bisschen kleiner. Denn nicht vergessen, ist ja schließlich auch Backpulver drin. Also sie werden ja noch ein bisschen größer werden. Und so sind die Schokibrötli jetzt fertig für den Backofen und da bleiben sie ungefähr 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Umluft. So, und fertig sind meine Schokibrötli. Die sind so genial, so einfach gemacht, ihr habt es gesehen. Die sehen auch richtig authentisch aus, richtig handmade, jedes ein bisschen anders und sind einfach nur super lecker.
entweder zum Frühstück oder zum Kaffee am Nachmittag oder einfach so zum Snacken. Die müsst ihr wirklich unbedingt mal ausprobieren. Total easy gemacht, ihr habt es ja gesehen. Unbedingt ausprobieren. Und wenn ihr Fotos davon macht, dann schickt mir sie gerne. Ich freue mich jedes Mal riesig darüber. Am besten auf Instagram unter dem Hashtag FrauJannik und @FrauJannik. Dann kann ich die Fotos nämlich sehen. Und es freut mich jedes Mal riesig, wenn ihr Sachen von mir ausprobiert. Vielen, vielen Dank dafür. Besucht auch meinen Blog FrauJannik.com. Dort habt ihr nämlich alle Rezeptmengen nochmal. Die schreibe ich da immer für euch auf. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie es euch geschmeckt hat. Oder auch hier auf YouTube. Das freut mich natürlich auch jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich würde sagen, probiert die leckere Schoki-Brötli-Molus. Sie sind wirklich sensationell gut. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Genießt sie und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.